Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute reagieren wir auf Fresh Torge, ja? Kennt jeder, hat 3,58 Millionen Abonnenten, Link in der Infobox. Ich habe mir einfach so, ich sag mal, vorgenommen, ja, auf die Videos von ihm zu reagieren. Hab ich Bock drauf, denn ihr kennt ja alle seine Charaktere, Lexa, Trisha, Ronny, Sandra natürlich. Und es gibt natürlich so Videos wie Mathe ist ein Arsch für mich, die kennt jeder. Und ich kenne so gut wie alle Videos, also ich denke 90% der Videos kenne ich, aber die habe ich halt gesehen, wo sie rausgekommen sind und danach nie wieder. Also wenn ich auf Videos reagiere, die 5 Jahre alt sind, weiß ich tatsächlich so gut wie nichts mehr, was drin vorkommt. Ich möchte die Zeit nochmal mit euch aufgehen lassen, mir einfach Videos anschauen. Heute ist Sandra hat Musik dran. Wenn ihr das geil findet, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ihr kennt natürlich Sandra, die ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, wir liken das Video und gehen direkt rein. Ich hoffe, ich muss nicht so viel lachen, weil ich feiere es so geil, ne? Ja. So. Ja. Nee. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, so, dass gar kein Gehirn bei der Schülerin vorhanden ist. Digga, was? Jetzt sagt er, nee, es ist tatsächlich so, er denkt halt, er kann, also der am Telefon ist, kann es gar nicht glauben, dass die so dumm ist, sage ich jetzt mal, und er versucht sie irgendwie rüberzubringen, ne? Genau. Ich weiß, das ist anatomisch schwierig zu... Ja. Ja, Sie müssten das mal erleben, wie unfassbar... Moin! Genau, das S muss mit, richtig. Ja, gut, ich melde mich dann. Tschüss! Wie sie auch immer aussieht mit ihrem Rucksack, sie ist ja noch dritte Klasse nach, keine Ahnung, 8-mal wiederholen oder so, mit ihrer Brille und der Hawaii-Kette, das ist natürlich schon seit Jahren so, dass sie so aussieht. Jeder hat ja sein eigenes, hat Merkmale. War das? Das geht dich nichts an. Alles klar, ihre Frau. Und es gab Stress. Ich denke nicht, dass... Hat sie sie erwischt, weil sie gerne Frauenkleider anzieht? Was? Also der Lehrer zieht gerne Frauenkleider an. Ist ein Gerücht hier an der Schule. Blödsinn. Ich habe eine seriöse Quelle. Wen? Ich gebe doch meine Quelle nicht preis. Wer bin ich denn? Sandra? Krummnasen-Christoph. Digga, was? Krummnasen-Christoph. Krummnasen-Christoph. Was ist denn das für ein Name? Dieser Spitzname. Krummnasen-Christoph. Warum sagen die nicht einfach Christoph? Christoph? Yep. Aus der Para? Yep. Der mit der krummen Nase? Er meinte, er hätte ihre Webcam gehackt und dann gesehen, wie sie ein Frauenkleid anhat. Das war Fasching und da habe ich mich verkleidet. Was? Ist doch in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Das Gerücht ist ja noch harmlos. Oh. Wie? Was? Was wird denn noch so über mich erzählt? Naja, man sagt sich, damit Sie morgens richtig wach werden, knallen Sie sich gerne noch mal ein bisschen... Was rein? Zigaretten? Nein, danke, ich habe aufgehört. Was soll ich mir denn morgens angeblich reinpfeifen? Tut mir leid, ich schweige wie ein Grab. Sandra, ich... Guckt, sehr viel guckt. Es geht das Gerücht rum, dass der Lehrer sich, um morgens wach zu werden, in Schneemann reinknallt oder was? Was ist denn da los? Guck. Ey, wenn das alle anderen Kollegen mitkriegen... Wie kann man denn... Guckt. Also, lass uns über was anderes reden, ja? Wieso? Erzähl... Wie er reagiert, also... Ich möchte ja ihm nichts unterstellen. Ich weiß nicht, wer er ist jetzt. Ob er Herr Rübenklotz ist oder Herr Schleimbeutel. Es gibt ja die ganzen Lehrer. Aber wenn er sich schon Drogen reinknallt und jetzt so noch reagiert, so das abstreiten will, beziehungsweise gar nicht drauf eingehen will, dann ist er vielleicht doch wahre Kerl dran, hä? Wie ist dein Leben denn gerade so? Mein Leben ist wie Durchfall. Scheiße. Aber es läuft. Koks, wer hat dir das denn erzählt? Hasenzahn, Hanna. Aus der Wiebe. Ey, Leute. Nee. Also wirklich, diese Namen. Hasenzahn, Hanna. Die nennen die wahrscheinlich wegen Hanna heißt das Hasenzahn. Also fängt es auch mit H an. Aber hat sie wirklich Hasenzähne oder was? Die 7b. Ich hasse die 7b. Jeder hasst die 7b. Hat Hanna das denn schon rum erzählt, diese haltlose Behauptung? Nee, nur ich weiß das. Sandra, auch wenn das nicht stimmt, würde ich dich trotzdem bitten, das für dich zu behalten. Nun, das hat natürlich seinen Preis. Was? Okay, wir schaffen das schon irgendwie, dass du in die nächste Klassenstufe versetzt wirst. Jetzt? Nee, ich will jetzt kein Mathe, sondern Musik haben. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Gut,
Ich muss nur noch einmal kurz einen Moment. Was, was machst du? Nur noch schnell was aus meiner Insta-Story löschen. Leute, Herr Siebenthal nimmt Koks zum Frühstück. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ich feiere die Videos von Freshy. Freshy. Und gelöscht. So. Haben das schon viele gesehen? Nee. Nur 76.733. Ist doch nicht. Ist doch ein Witz. Wenn meine Videos so viel haben, Musik. Ja, gut. Was willst du machen? Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Musik. Du hattest noch nie in deinem Leben Musik? Nee, die Lehrer meinten immer, dass das würde mein Gehirn überfordern. Wir tasten uns da mal ganz langsam ran, ja? Vorsichtig, ja. Ganz vorsichtig. Musik, ja. When I'm doing the cut, Nigel, up in a wee long time go. When he's come from ready to go. Sandra, danke, gut. Also, musikalische Grunderfahrung ist schon mal nicht vorhanden. Ich bin die deutsche Ariana Grande, aber das... Ja, das ist natürlich ein sehr krasser Vergleich, aber... Ich kann singen wie sie. Kannst du nicht. Ich kann tanzen wie sie. Kannst du nicht. Ich sehe so gut aus wie sie. Tust du nicht. Also bitte mal produzieren, oder was? Sandra, Entschuldigung, Ariana. Allein deine Figur, du... Du hast in den letzten Wochen doch recht schlagartig etwas zugenommen. Was? Der Ihr müsst euch mal in die Lage reinversetzen. Der Lehrer sagt zu seiner Schülerin. Jetzt mal, stell dich mal vor, das würde in der richtigen Schule passieren. Der Lehrer sagt zu seiner Schülerin, du hast in den letzten Wochen ein bisschen zugelegt. Ich weiß. Mit es Gewicht brach ohne Frauen. Vorwarnung Never. Über mich herein. Es war wohl ein Tsunami. Okay. Oh, nee. Reden wir mal weiter über Musiker diese Flachwitze, und Musikerinnen. Ne? Geil. Welche Stars gehören denn... Ich schwöre, es war ein beschissener Tag. Ich werde es auch nie wieder tun, versprochen. Was denn? Nee. Wer hat an der Tür geklopft und betritt das Klassenzimmer? Ab in die Kommentare damit. Auflösung. Was? Auflösung, das ist Helga und Marianne. Was ist los mit Pudin? Ach ja, okay, Leute. Darauf werden wir noch reagieren. Sandra hat Musik Teil 2. Werden wir noch darauf reagieren. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Links von ihm etc. Alles in der Infobox. Ich wünsche euch noch einen mega geilen Tag. Haut rein und ciao.